Hallo, ich bin's, der Matthias. Heute mache ich ein Video von meinen drei Goliath-Vogelspinnen. Und zwar von den Theraphosa-Arten. Und zwar die Theraphosa Blondi. Sie macht gerade den Anfang. Dann kommt noch die Theraphosa Stirmi. Und dann noch die Theraphosa Apophysis. Die Theraphosa Blondi ist wohl die bekannteste Art der Theraphosas. Schaut mal, was für eine schöne Spinne das ist. Die schöne hellbraune Färbung und die extrem langen Beine. Auf jeden Fall, sie ist noch nicht ausgewachsen, aber jetzt schon sehr beeindruckend. Und dann hat sie ungefähr eine Körperlänge von 9 cm. Und da kommt noch einiges an Größe. Jetzt hat sie gerade Beute gemacht. Und das sieht auch schon sehr beeindruckend aus, wenn eine solche Spinne ein Beutetier fängt. Und schaut mal, ihre langen Chelicieren. Das sind ihre Beißwerkzeuge. Wohl beeindruckend. Ich lasse das Video jetzt weiterlaufen, wie immer. Denn es kommen ja noch zum Vergleich die Theraphosa Stirmi und die Theraphosa Apophysis. Also, danke fürs Zuschauen, sage ich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Ansonsten, see you later, bis zum nächsten Mal. Ciao.